Donnerstagabend, Sie sind im zweiten deutschen Fernsehen und das ist gut so. Jetzt ist es also soweit, die Babyboomer gehen in Rente, nur wer macht künftig ihre Arbeit? Schon hängen in fast jedem Schaufenster Schilder, Mitarbeiter gesucht. Hunderttausende Fachkräfte fehlen, aber auch Bewerber für einfache Jobs. Müssen die Alten also länger ran? Muss man den Jungen ihre Teilzeitflausen austreiben? Rettet uns allein die Zuwanderung? Und warum wirkt die Politik so überrumpelt von dieser neuen Arbeiterlosigkeit? Wir müssen reden mit diesen Gästen. Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Carsten Linnemann, stellvertretender CDU-Vorsitzender. Der Handwerkspräsident Jörg Dittrich. Elisabeth Nia von der Hertie-Stiftung. Und die Autorin Sarah Weber. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt alle Gäste dieser Sendung ausgesprochen herzlich. Das deutsche Wohlstandsmodell wackelt, weil hier ist das Problem. Auf dem Land wie in der Großstadt, der Missstand kaum übersehbar. Immer mehr Betriebe in Not. Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus. Wenn jetzt die Babyboomer in Rente gehen, werden wir im deutschen Arbeitsmarkt bis 2035 um 7 Millionen Personen schrumpfen. Unser Wohlstand steht auf dem Spiel. Hunderte Milliarden weniger Wirtschaftsleistung prophezeien Experten, allein durch Personalmangel. Hinzu kommt Inflation und Energiekrise. Doch der Herr über die Wirtschaftsdaten gibt erstmal Entwarnung. Bald schon zeigt die Konjunkturkurve wieder nach oben. Es stagniert im Grunde, schwankend um die Nulllinie, und dann steigt es an für das nächste Jahr. Der Wirtschaftsminister rechnet erstmal kurzfristig, aber das Problem ist nachhaltig. Schon jetzt fehlen 500.000 Fachkräfte. Wir brauchen alle helfenden Hände und klugen Köpfe in Deutschland, damit wir unseren Wohlstand sichern können. Woher also kommen die Arbeitskräfte für Deutschlands Zukunft? Wo Ältere oft zu früh in Rente gehen? Die Jungen mehr Wert auf Freizeit legen und Zugewanderte an der deutschen Bürokratie verzweifeln. Andrea Nahles ist bei uns. Sie waren Arbeitsministerin, Frau Nahles, und sind jetzt seit einem halben Jahr die Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Lange hatten wir Angst, dass uns die Arbeit ausgehen würde wegen der Digitalisierung. Und jetzt suchen wir Arbeitskräfte, und zwar händeringend 2 Millionen offene Stellen. Wie kommt das? Naja, also das ist eine Problematik, die schon lange sich angedeutet hat. Die demografische Entwicklung ist nicht neu. Sie ist ein bisschen verzögert worden, weil dann doch durch auch Fluchtbewegungen mehr Leute ins Land gekommen sind. Aber ich muss ganz klar sagen, das wird die größte Herausforderung der nächsten Dekade auf dem deutschen Arbeitsmarkt für die deutsche Wirtschaft. Mhm. Und deswegen müssen auch alle mit anpacken, um das Problem zu lösen. Da werden wir auf viele gucken müssen, die Frauen, die Älteren, diejenigen, die jetzt auch Ausbildung suchen. Mhm. Und nicht zuletzt natürlich auch über Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt reden müssen. Klar. 2 Millionen offene Stellen. Die KfW rechnet vor, dass jedes zweite Unternehmen in Deutschland bereits in seiner Geschäftstätigkeit eingeschränkt ist und dass das Fundament für weiteres Wachstum bröckelt. Sehen Sie das genau so? In dieser Dimension? Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel, aber der ist in einigen Branchen besonders stark. Das ist bei der Pflege, das ist im Handwerk, das ist am Bau. Mhm. Wir haben bei den Arbeitskräftemangel, ist das nicht flächendeckend in der Form ausgestaltet bisher. Aber auch da deutet sich an, dass es in einigen Branchen eng wird. Und insoweit, denke ich, muss jetzt wirklich klar sein, dass wir alle es mobilisieren müssen. Und aus dem einfachen Grund auch, dass ich persönlich glaube, dass wir viele Kraft brauchen, um die Transformation, die ja parallel läuft. Also wir haben ja nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern große Aufgaben. Da soll die Elektromobilität kommen, den Diesel ablösen. Da haben wir eine ganze Reihe von energetischen Herausforderungen. Und die müssen ja auch gemacht werden. Dafür brauchen wir auch Leute. Also Klimawandel macht sich auch nicht von selbst. Also von daher ist das aus meiner Sicht alles eben ganz schön groß. Alles zusammen ein großes Thema, ja. Ja. Der Wirtschaftsminister, Vizekanzler dieses Landes und Wirtschaftsminister, sagt, überall fehlt es. Hören wir ihm vielleicht auch noch mal zu.
überall fehlt es, und zwar bei Ingenieuren, bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bei Handwerkerinnen, bei Handwerkern. Wir haben jetzt 2 Millionen offene Stellen und wir werden älter werden, das ist biologisch nicht zu verhindern. Die Babyboomer gehen in Rente. Es ist ein richtiges Problem, das auf uns zukommt. Sagt der Vizekanzler. Elisabeth Nier ist bei uns, lange Wirtschaftsjournalistin und heute bei der Hertie-Stiftung. Frau Nier, das ist so verrückt. Wir haben die Bundesregierung gerade erklären lassen und gehört mit dem Satz, sie sehe aktuell keinen umfassenden Fachkräftemangel, auf eine kleine Frage, parlamentarische Anfrage der Linken. Und parallel dazu gibt es einen Vizekanzler und verschiedenste Institutionen, die sagen, das ist richtig groß. Was stimmt? Also es besteht die Gefahr, dass es eine Wachstumsbremse wird. Ja. Das ist total ernstzunehmend. Und ob man das nun mehr oder weniger umfassend nennt, finde ich dann gar nicht so wichtig. Ich glaube, da geht's um Worte. Aber das Problem ist da, das ist auch schon lange da. Ich glaube, wir haben es lange nicht so gesehen, weil es so ein paar Sondereffekte in Deutschland gab. Zum Beispiel unheimlich viele Frauen, gerade so meiner Generation, berufstätig sind, Vollzeitstellen. In meiner Kindheit war der deutsche Arbeitsmarkt geprägt von männlichen Vollzeitstellen. Beschäftigten und vielen Frauen, die, wenn überhaupt, nur Teilzeit gearbeitet haben. Damals waren nicht mal die Hälfte aller Frauen überhaupt berufstätig und wenn dann in Teilzeit, heute sind 71%. Und gerade von den Älteren, aber dieser Nachholeffekt ist irgendwann verbraucht. Also wir können diese Erwerbstätigkeit der Frauen nicht ohne weiteres steigern. Das erklärt aber auch so ein bisschen, warum so viele in Ruhestand gehen, weil es lässt sich einfach auch mit 2 Einkommen dann leichter irgendwann der Ruhestand planen. Die einzelnen Renten sind nicht unbedingt höher, aber das Familieneinkommen ist höher als früher, als ein Paar oder eine Familie von einer Rente. Und dann steigt man früher aus. Aber nochmal, das eine ist jetzt die Demografie, das andere ist nochmal die Frage, warum sind ausgerechnet in dieser Pandemie oder mit der Pandemie oder nach ihr so viele Arbeitskräfte verloren gegangen, woanders hin? Na gut, es haben natürlich teilweise auch Unternehmen einfach sind pleite gegangen oder vom Markt verschwunden, in der Gastronomie zum Beispiel. Es ist aber auch tatsächlich einfach jetzt so ein Strukturwandel da, meinetwegen in meiner alten Branche im Journalismus, gehen viele dann irgendwie immer noch so mit Vorruhestandsmodellen, sehr, sehr gut ausgebildete, teure Arbeitskräfte. Und das sind eben nicht diejenigen, die gesucht werden, die jetzt irgendwie bei einem Kurierdienst anfangen würden und in diesem ganzen Dienstleistungsbereich, der sehr, sehr so explodiert ist. Und auch diejenigen, die jetzt sozusagen neue digitale Arbeitsplätze irgendwie nutzen, sind nicht unbedingt diejenigen, die ausscheiden. Also es gibt da immer so ein Ungleichgewicht. Und Frau Nahles versucht das so mit Weiterbildungsaktivitäten voranzuschieben. Aber das ist natürlich ein mühsames Geschäft, bis das so auf jeden passt. Und deswegen erleben wir, dass wir gleichzeitig offene Stellen haben und Arbeitslose. Wir sind mit Jörg Dittrich heute glücklich in dieser Runde bestückt. Er ist gerade der Handwerkspräsident geworden und damit zuständig für 1 Million Betriebe, deutsches Handwerk und 686 Milliarden Umsatz jährlich. Sie sind gelernter Dachdecker, Herr Dittrich. Wie lange muss man heute warten, wenn man sich von Ihnen das Dach decken lassen möchte? Ungefähr ein Vierteljahr muss man warten. Wir kommen aus einer Situation, in der Handwerksleistung quasi am nächsten Tag verfügbar war. Ich finde es nicht so schlimm, dass man jetzt mal 12 Wochen auf einen Handwerker warten muss. Notfälle werden natürlich eher bearbeitet, aber die Wartezeiten werden sich erweitern, wenn wir das Problem der Fachkräfte nicht in den Griff bekommen. Und wird es auch teurer? Natürlich wird es teurer. Wir haben ganz viele Kostenschübe, Energie, Material, vollkommen klar. Aber in dem Augenblick, wo Fachkräfte weniger werden, wird natürlich der Wettbewerb auch über den Lohn stärker werden. Und das ist für die Leute, die dort arbeiten, auch gut so. Das ist für Ihre Mitarbeiter gut so und das haben Sie auch verdient. Auch darüber werden wir reden. Uns ist in Bremen zugeschaltet eine der 2 Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Lang, einen guten Abend zu Ihnen. Wie würden Sie das Problem beschreiben? 2 Millionen oder aktuell keinen wirklichen umfassenden Fachkräftemangel? Was sagt Rebecca Lang? Ricarda Lang. Wir haben auf jeden Fall einen Fachkräftemangel. Ich glaube, das ist offensichtlich und ich würde es sogar noch weitergehen. An vielen Stellen haben wir auch einen Arbeitskräftemangel. Und ich bin der Überzeugung, dass der demografische Wandel, der Umgang mit einer alternden Gesellschaft eigentlich die vergessene Krise unserer Zeit ist und eine der größten Herausforderungen verbunden mit der Transformation für die nächsten 10 Jahre. Würden Sie uns erklären können, warum die Politik so überrascht ist? Würden Sie auch sagen, man hätte sich das mit dem Rechenschieber eigentlich denken können?
Naja, ich glaube, ich kann wenig für die letzten 16 Jahre sprechen, denn da war weder ich Teil der Regierung noch meine Partei. Aber natürlich hätte man vieles sehen können. Vieles war ja offensichtlich, dass wir in einer alternden Gesellschaft leben, dass die Babyboomer irgendwann in Rente gehen. Auch das war ja nichts, was sich plötzlich ergeben hat. Und dass wir bei der Einwanderung einen Fehler gemacht haben, das oft eher zu erdulden als aktiv zu gestalten. Daher erleben wir ein großes politisches Versäumnis. Jetzt geht es darum, sehr schnell das Erwerbspotenzial zu heben, also dafür zu sorgen, dass mehr Frauen in Vollzeit arbeiten können, dass wir auf Einwanderung setzen und natürlich auch, dass die Löhne so gut sind, dass die Leute dafür arbeiten wollen. Würden Sie sagen, Frau Nahles, dass es tatsächlich auch ein Problem ist, dass so wenig in den Zeiten der Großen Koalition geschehen ist am Arbeitsmarkt? Also müssen die Grünen da jetzt auch wegräumen, was beispielsweise in Ihrer Zeit als Arbeitsministerin liegen geblieben ist? Also ich kann nur sagen, es ist eine Riesenleistung erbracht worden. Wir haben eine Riesenflüchtlingswelle gehabt und überdurchschnittlich gut die Menschen in den Arbeitsmarkt integriert und damit sicherlich eine große Leistung vollbracht. Es ist aber auch richtig, das würde ich ganz klar sagen, dass wir, was die Zuwanderung angeht, nicht entschieden genug vorgegangen sind. Und das System, was wir derzeit haben, ist einfach so kompliziert, dass wenn wir es nicht einfacher machen, dann wird es tatsächlich am Ende auch wirklich nicht die nötige Schubwirkung entfalten, die wir in Deutschland brauchen. Wird dieser Zustand auch so bleiben? Wir reden über Zuwanderung auf jeden Fall noch. Carsten Linnemann ist bei uns. Man muss im Grunde ja auch sagen, auch Sie waren sehr lange an der Regierung. Dieser Zustand jetzt kann Ihnen auch keine Freude bereiten. Es gibt Ökonomen, es gibt Wissenschaftler, die sagen, die Menschen, die da gerade am Arbeitsmarkt fehlen, die haben sich jetzt einfach bessere Berufe gesucht. Die sind eben nicht mehr irgendwie in der Gastronomie und schuften in furchtbar anstrengenden Jobs, sondern die haben sich jetzt besser bezahlte Jobs gesucht. Ist das möglich in Ihren Augen? Unter anderem, Frau Nia hat ja einige Gründe genannt, aber es gibt zwei weitere Gründe. Erstens haben viele die Gastronomie, das Hotelwesen verlassen. Es gab Corona, es gab einen Lockdown, man wollte weg. In die Logistik beispielsweise, wo es eine enorme Nachfrage gibt. Und auf der anderen Seite gibt es viele, die einfach fertig waren nach dieser Zeit. Ja. In der Pflege und in anderen Bereichen, die gesagt haben, ich wende mich jetzt anderen Herausforderungen zu. Trotzdem macht es das nicht besser. Ich finde, irgendwann wird es Zeit, dass die Politik sich auch mal ehrlich macht und sagt, diese Lücke, wir reden ja über 7 Millionen Menschen, die bis 2035 fehlen, werden wir so nicht schließen können. Wir müssen alles tun, gerade inländisch. Wir haben 50.000 Kinder immer noch, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Wir haben 600.000 Menschen zwischen 14 und 24, die weder eine Ausbildung haben, noch am Arbeitsmarkt sind. Wir haben 2,5 Millionen Arbeitslose. Das müssen wir alles machen. Wir haben diese sogenannte stille Reserve. Stille Reserve von 3 Millionen, völlig richtig. Aber meine Prognose ist, und da mache ich mich wahrscheinlich jetzt in dieser Runde unbeliebt, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir 20-25% weniger Fachkräfte, auch im Mittelstand, im Handwerk, auch im Gesundheitswesen haben werden. Das werden wir auch durch Zuwanderung nicht schaffen. Und deshalb müssen wir auch die Systeme so einstellen, dass wir effizienter werden, dass wir besser werden und gleichzeitig das inländische Potenzial, dass wir Millionen Menschen in Deutschland haben, wo wir es nicht schaffen, die zum Arbeiten zu bekommen, besser werden. Das ist, also das wäre die nächste Frage, Frau Nahles, haben wir Stichwort stille Reserve. Das sind Menschen, die aus verschiedensten Gründen nicht in den Arbeitsmarkt können oder ins Arbeitsleben können, zwischen 17 und 70, aber gerne arbeiten würden. Sind die einfach zu teuer, zu aufwendig, dass wir da als Staat schon die Waffen gestreckt haben und gesagt haben, das... Nein, die Langzeitarbeitslosigkeit ist jetzt gerade im letzten Monat, haben wir das zeigen können, wieder um 10% gesunken. Es tut sich was auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben aber das Problem, dass 2/3 der Langzeitarbeitslosen über 55 sind oder von der Qualifizierung auf Helferniveau. Die Stellen, die aber gesucht werden, wenn wir die den Arbeitgebern schicken würden, dann sagen die, Moment mal, so können wir das nicht schaffen. Wir brauchen da zwischen einfach tatsächlich auch Qualifizierung. Wir müssen die Leute teilweise, wenn sie jahrelang aus dem Rhythmus sind, wenn sie jahrelang arbeitslos waren, dann müssen wir die teilweise sogar an die Hand nehmen und ein Coaching machen und sagen, jetzt sorgen wir und da muss sich dann der Arbeitgeber nicht drum kümmern dafür, dass sie auch morgens da sind. Das werden wir angehen. Dafür haben wir auch einen Instrumentenkasten jetzt gerade bei den Langzeitarbeitslosen durch das Bürgergeld noch mal erweitert. Aber ich sage, die Tatsache ist, dass es momentan nicht matcht. Der Arbeitsplatz, der offene
und die Arbeitslosen, die wir haben, das müssen wir zusammenführen. Und das wird nicht ohne eine Qualifizierungsoffensive gehen. Und das ist eine große Aufgabe. Frau Nia, müssen eben erst recht und genau deshalb, weil das ja auch nicht so schnell zu machen sein wird, die Alten wieder ran? Naja, das wird über den Markt geregelt. Das wird eine Preisfrage sein. Also die Unternehmen haben sich, glaube ich, in den letzten Jahren generell geöffnet für ältere Leute. Also diese Altersdiskriminierung ist nicht mehr so ein Thema. Aber wenn man zum Beispiel in der Pflege Ältere gewinnen will, dann muss man unter Umständen auch höhere Löhne zahlen. Also das ist gerade Pflegeberufe sind lange schlecht bezahlt worden. Es ist noch nicht so lange her, dass Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, sogar Schulgeld dafür bezahlen mussten, wenn sie in die Pflege wollten. Erst 2020 ist das abgeschafft worden. Man fasst sich wirklich an den Kopf, wie das möglich ist. Da hat der Föderalismus versagt, viel zu viel Abstimmungsprobleme. Und das ändert sich halt wirklich erst sehr, sehr langsam. Und insofern, ich glaube schon, also die FAZ hat gerade geschrieben, Rente kommt wieder in Mode. Ich glaube, das wird man durch besser bezahlte Jobs ändern müssen in den Bereichen, wo der Mangel ist. Ja. Aber auch durch andere Jobs, also sinnstiftende Jobs, Jobs mit einem guten Arbeitsklima, mit flexiblen, mobilen Arbeitsplätzen und so weiter. Es gab also gerade dieses Thema, ne? Also Sinn beschäftigen wir uns auch als Stiftung viel damit, Unternehmen, die was für die Demokratie tun wollen und so weiter. Da gibt es auch großes Interesse in der Wirtschaft, sich zu verändern. Und ich glaube, da gibt es so einen gemeinsamen Lernprozess gerade. Und da ein Angebot zu machen, eine IW-Studie wurde gerade gemacht, Institut für Wirtschaft. Sie sagt, es ist dreimal so wichtig, diese Älteren zu gewinnen. Und vom grauen Gold wird gesprochen. Und auch Olaf Scholz möchte den Trend der Frühverrentung stoppen, der Bundeskanzler sagte. Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. So, da wünscht sich der Bundeskanzler, dass weniger Menschen vor Erreichen des Rentenalters aufhören. Ärgert es Sie, Frau Nahles, manchmal, dass Sie als Arbeitsvermittlerin Nahles, dass Sie damals als Arbeitsministerin die Rente mit 63 mit initiiert haben und möglich gemacht haben? Nein, wir haben damals eine Würdigung einer Leistung gebracht von Jahrgängen, von einer Generation, die mit 15, 16 in die Ausbildung gegangen ist, dann 45 Jahre gearbeitet hat. Und da wollten wir einfach, dass die nicht dadurch bestraft werden, dass sie Abschläge hinnehmen müssen. Dazu stehe ich. Trotzdem, wir diese Rente, die ohnehin nur einen kleinen Teil der Gesamtgruppe der Rentner betroffen hat und die ja jetzt auch immer weniger werden, trotzdem ist die Erwerbsbeteiligung von Älteren seit 2015 gestiegen. Und zwar deutlich. Wir hatten 2015 36% der 60- bis 65-Jährigen, die gearbeitet haben. Wir haben jetzt 50%. Da kann man natürlich weiter überlegen, was müssen wir denn tun, damit ältere Menschen weiter arbeiten können und wollen. Mhm. Und da glaube ich, ist ein Faktor wirklich die Arbeitszeit. Weil viele sagen, ich kann den Takt voll nicht mehr mitgehen, aber reduziert. Mhm. Ja, wir sehen es daran, dass 1 Million Menschen Teilzeit arbeiten, nachdem sie in Ruhestand gegangen sind. Wir haben jetzt vom IAB, unserem Forschungsinstitut, gefragt, warum. Man könnte ja vermuten, wegen Geld. Nein, die Mehrzahl der Leute sagt, weil sie eine sinnvolle Aufgabe haben, weil sie noch Wissen weitergeben wollen, weil es ihnen noch Spaß macht. Mhm. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen, wenn wir auf dieses Potenzial jetzt gucken. Und da kann man auch noch einiges machen. Das ist hochinteressant. Frau Lang, muss die Rente mit 63 wieder weg? Können wir sie uns noch leisten? Nein, aus meiner Sicht nicht. Also nicht, dass sie weg muss, sondern ich glaube, wir müssen das ja anschauen. Auf der einen Seite sollte es unser Ziel sein, dass mehr Menschen, die länger arbeiten wollen und können, das so einfach wie möglich, so unbürokratisch wie möglich tun können. Und gleichzeitig muss man sagen, dass eine pauschale Rentenerhöhung, gerade für die Menschen, die das nicht können, ich denke da an den Handwerker, der vielleicht schon physische Probleme hat, ich denke an die Pflegekraft, die das körperlich einfach nicht mehr schafft, für die würde eine pauschale Erhöhung des Rentenalters nichts anderes bedeuten als eine Rentenkürzung. Und das fände ich extrem ungerecht. Und es würde sogar dazu führen, dass diese Berufe, in denen wir einen der größten Fachkräftemangel haben, am Ende noch unattraktiver werden, gerade da, wo wir die Menschen anwerben müssen. Und am Ende müssen wir, glaube ich, auch sehen, dass die Schlacht um die Rente ganz, ganz stark vor allem am Arbeitsmarkt entschieden wird. Also anhand der Frage, wie gut sind die Löhne und wie viele Leute zahlen ein. Sagt Ricarda Lang, Jörg Dittrich, manche Berufe kann man nicht bis 67 machen. Gerade von der SPD wurde der berühmte Dachdecker ja immer benannt und hochgehalten als einer, der eben nicht über 45 Jahre und dann bis 67 auf dem Dach stehen kann. Wie lange werden Sie noch aufs Dach klettern?
Oder klettert der Chef nicht mehr? Ich arbeite nicht auf dem Dach. Ja. Ich gehe da zur Kontrolle hin. Aber natürlich weiß ich als Chef eines solchen Betriebes, wie es ist mit einer körperlich beanspruchenden Arbeit. Und es ist für mich natürlich schwierig, wenn immer der Dachdecker herangezogen wird und es viele andere Berufe gibt, bei denen das vielleicht nicht so ist. Ja. Aber wir müssen ja zuerst erstmal die Aufmerksamkeit der Gesellschaft erzeugen, dass es eine Zeitenwende auch hier gibt, was die Fachkräfte angeht, dass es einen eklatanten Mangel gibt an Fachkräften, mhm, und dass die Betriebe, die Handwerksbetriebe, Gründe finden müssen, wie sie ältere Beschäftigte länger halten können, indem sie Arbeit erleichtern, indem es attraktiv ist. Das gibt auch im Dachdeckerhandwerk Dinge. Ist da ein Älterer, der sich um die Ausbildung mehr kümmert, mhm, die Kundenbetreuung mitmacht oder mit Machen der Drohne. Machen Sie das denn in Ihrer Firma beispielsweise? Versuchen Sie, ältere das Menschen länger zu halten? Ja. Natürlich versuchen wir das, aber es muss ja, wie gesagt, von allen Seiten betrachtet werden. Und deswegen, Frau Nahles, die abschlagsfrei in Rente gehen, mit einem Abschlag in Rente gehen und dann eine Zuverdienstmöglichkeit, das ist im Sinne der Gesellschaft schwierig. Wir müssen es schaffen, möglichst viele Menschen bis zum regulären Renteneintritt zu haben und dann gesellschaftlich auch den Anreiz zu setzen, dass Leute länger bleiben, die dann etwas dazu verdienen. Und ich kann das bestätigen. Wir haben auch so einen Mitarbeiter, der schon jetzt das Rentenalter erreicht hat, der im Winter sagt, ach, da bin ich mal 8 Wochen zu Hause Meister. Und danach komme ich dann wieder zu meiner Kolonne zurück und mache da mit. Ja, das ist toll. Herr Lindemann ist sowieso für die Rente mit 60, mit 70. Wir wollen also noch zunächst, um das klarzustellen, in meinem Urteil war die Rente mit 63 eines der größten sozialpolitischen Fehler der Großen Koalition. Dem haben Sie aber auch zugestimmt, Herr Lindemann. Ja, denn auch mit Schmerzen vermutet. Genau. Ja. Damals habe ich ja zum Glück die Flexi-Rente noch durchsetzen können, damit die Menschen Anreiz haben, auch länger zu arbeiten, die dies wollen. Es war ein Kompromiss. Jemand, der in Deutschland, Frau Illner, 45 Jahre gearbeitet hat, der muss eine Rente bekommen, von der er leben kann. Mhm. Aber diese Rente mit 63 war für die Dachdecker und Maurer, für die Pfleger, die körperlich hart arbeiten. 90% der Kollegen von Herrn Dittrich sind mit 60 Jahren nicht mehr auf dem Dach. Und die hat man im Stich gelassen. Stattdessen hat man zu großen Teilen topfitte Leute aus dem Arbeitsmarkt rausgezogen, die jetzt fehlen. Mhm. Und das, Frau Nahles, war meines Erachtens ein Fehler. Stattdessen hätte man die mehr unterstützen müssen, die körperlich kaputt waren. Die sind leer ausgegangen, beispielsweise über die Erwerbsgemindertenrente. Da haben wir wenig gemacht. Natürlich, ich war mit in der Verantwortung. Es war damals ein Kompromiss. Die CDU wollte die Mütterrente, am Ende kam beides. Ich habe mich immer dagegen, wir waren, glaube ich, auch bei Ihnen hier zusammen in der Sendung. Aber jetzt mal nach vorne gerichtet. Aber jetzt mal was nach vorne gerichtet. Mein Vorschlag wäre eine neue Rente, eine neue Aktivrente. Ich würde, wenn jetzt diese Babyboomer kommen, die Sie toll exemplarisch gerade dargestellt haben, bis zu 1,3 Millionen Menschen, die in den Anfang der 60er Jahren geboren wurden, die jetzt in Rente gehen. Ich würde für alle, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen und dann freiwillig länger arbeiten, das steuerfrei machen. Mhm. Sozialversicherungsbeiträge müssen natürlich bezahlt werden, klar, auch für die Krankenkasse. Aber ich würde steuerfrei machen. Wir haben außergewöhnliche Zeiten, sind wirklich außergewöhnliche Zeiten. Neben der Inflation und neben unseres Wirtschaftsstandorts, unseres Industriestandorts, ist dieses Thema Fachkräfte das entscheidende Thema. Und jetzt brauchen wir außergewöhnliche Instrumente. Und für mich wäre das, alle Menschen, die im gesetzlichen Rentenalter sind, die freiwillig weiterarbeiten, dürfen das tun. Steuerfrei. Das wäre mein Vorschlag, um da was gegen zu machen. Für die Menschen, die eher in Rente gegangen sind mit Rente mit 63, ist das sicher gut gewesen. Ich möchte nicht gegen diese Menschen sprechen. Aber ich möchte auch betonen, das können wir uns nicht mehr leisten. Ja. Auch vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit. Wir müssen das ja alles finanzieren. Und ich wiederhole noch einmal, auch mit Blick auf die eigene Branche, dass wir versuchen müssen, Gründe zu finden, wie wir Menschen länger in Arbeit halten. Und dann ist es genau diese Verbindung. Wie können wir es überhaupt gestalten? Alternsgerechtes Arbeiten wird es ja von den Gewerkschaften genannt, dass man nicht kaputt ist mit 60. Ja, es ist so bisher gewesen. Das müssen wir irgendwie besser in den Griff bekommen. Und wie können wir es anreizen, dass diese Menschen länger in Arbeit bleiben? Wäre das eine Idee fürs Handwerk, wenn man das umsetzt? Dass jeder, der noch kann und will, definitiv steuerfrei weiterarbeitet? Eindeutig. Man darf nicht vergessen, es hat einen finanziellen Aspekt. Und ist es denn wirklich so, dass jeder sich diese Rente leisten kann, zu sagen, mit dem, was er hat, dass er vielleicht auch froh ist, etwas dazu
dazu zu verdienen. Und was ich noch viel wichtiger sagen möchte, der Kollege, von dem ich sprach, für ihn geht es um die soziale Anbindung. Der ist gern mit seinen Kollegen zusammen. Und ja, er kann nicht den ganzen Tag die allerschwerste Arbeit machen. Aber ist es noch mal, ist es nicht eigentlich unsinnig, wenn wir die Menschen länger im Arbeitsprozess halten wollen und sie dann aber jetzt in der Rente dann lieber noch steuerfrei etwas dazu verdienen lassen wollen? Das widerspricht sich ja eigentlich. Also wenn man steuerfrei etwas dazu verdienen kann, ist man ja noch viel schneller überzeugt, früher in Rente gehen zu wollen. Erst ab dem gesetzlichen Rentenalter. Okay. Im Moment sind es 65 und 10 Monate. Wir gehen ja jetzt momentan auf die 67 zu. Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht, ab dem Zeitpunkt und freiwillig länger arbeitet, ist mein Vorschlag, das, okay, steuerfrei. Das ist dann, wie haben Sie es genannt, Aktivrente. Okay, Passivrente wäre auch nicht so richtig schön. Die neue Illner-Rente nennen. Die Linnemann-Rente muss die natürlich gelabelt werden. Herr Dittrich, die Frage ist eben, Sie haben das erwähnt und diesen einen Mitarbeiter erwähnt. Unternehmer freuen sich immer über eine längere Rente und bis 67 arbeiten oder bis 69 arbeiten. Aber fassen dann auch schon mal gerne einen Arbeitnehmer mit spitzen Fingern an, der dann erst 50 ist. Also auch in der Unternehmerschaft, wenn ich das mal ganz freundlich sagen darf, muss ja da noch Überzeugungsarbeit geleistet werden, oder? Ich habe das Empfinden, dass dieser Umdenkprozess schon fast abgeschlossen ist. Was? Weil es diese Fachkräftemangel schon gibt. Es gibt einen eklatanten Fachkräftemangel auch im Handwerk. Und deswegen öffnen sich Betriebe natürlich auch dafür. Es ist ein Unterschied. Es ist ja nicht so, dass wir seit 30 Jahren in der Vollbeschäftigung leben. Wir hatten eine Agenda 2010, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und dieses Denken war sicher drin. Aber wir sitzen ja heute hier, um deutlich zu machen, es brechen andere Zeiten an. Frau Nahles, Sie haben es gemerkt, die Rente mit 63 ist hier am Tisch nicht so wohl gelitten, auch in Bremen nicht. Würden Sie sagen, wir können es, also sagen Sie auch, heute können wir es uns eigentlich nicht mehr leisten, den Menschen sei es gegönnt, aber wir können Wer von den Babyboomern hat 45 Beitragsjahre? Wer von denen ist mit 15, 16 überhaupt in die Arbeit reingekommen? Das Problem ist doch, dass ich kann ja verstehen, dass man jetzt versucht, das auf diese Frage zuzuspitzen. Dafür eignet sich die Rente 63. Naja, sie ist aber gar nicht teuer. Weil sie mehr einfach Leute drauf, mehr, als sie ursprünglich auch gerechnet haben. Also es kostet auch was. Entschuldigung, es werden immer weniger. Es ist nicht das Problem, was jetzt quer im Stall steht, um die Frage der älteren Arbeitsbeteiligung zu lösen. Wir haben an dieser Stelle eine Debatte gehabt, was eine bestimmte Zahl von Jahrgängen betraf. Diejenigen, die jetzt 64, die Babyboomer, erreichen gar nicht mehr die 45 Beitragsjahre. Also das ist eine Entschuldigung, an der Stelle wird das Problem jetzt an der Stelle hier größer gemacht, als es ist. Ich werbe dafür, und das finde ich wichtig, dass wir über die Arbeitszeit und über die Belastung nachdenken. Wir haben einen Anstieg der Älteren, die im Erwerbsleben sind. Das ist ein positiver Trend. Wie kriegen wir den verstärkt? Wie kriegen wir da Anreize rein? Darüber sollten wir uns unterhalten, damit es am Ende auch funktioniert, aus meiner Sicht. Nur die Frage, wie Sie heute drauf gucken. Es konnten sowieso nur alle, die vor 1953 geboren sind, ohne Abschläge, diese 45 Jahre. Aber, und das gestatten Sie, es sind eben mehr geworden, als Sie das geschätzt haben. Das ist auch ein ordentlicher Posten, der das Land einfach etwas kostet. So, und insofern darf man fragen, und ob die, das sinnvoll Kollegen war. Aus der Politik werden das jetzt mitnehmen und gestalten. Bin gespannt. Ja. Also was mir dabei so ein bisschen, mir tut die Generation meiner Tochter leid. Und wenn ich das höre, Herr Linnemann, so Steuergeschenke dann nochmal für die Älteren, die länger arbeiten, vielleicht ist das eine Notlösung, weil es nicht anders geht. Eine Notlösung? Warum Steuergeschenke? Die arbeiten ja jetzt nicht. Das ist überhaupt nicht. Der Staat profitiert. Nee. Neue Kaufkraft, Wachstum, Wertschöpfung. Die Frage ist, wie Sie Ihre Prioritäten setzen. Und wir haben einfach eine junge Generation, auch die von Frau Lang, die ganz viel gleichzeitig finanzieren müssen. Die müssen die Transformation bewerkstelligen. Die sollen sowieso für eine riesige Zahl von Rentnern Renten bezahlen. Die sollen digitalisieren, die sollen wahrscheinlich auch eine... Aber es ist doch gut, wenn mehr Ältere länger arbeiten. Das würde doch Ihr Argument unterstützen. Ja, aber mir fehlt wirklich die Bereitschaft, auch in Bildung und zu investieren. Da sind wir wieder zusammen. Genau, und was zu tun. Also wir reden so lange auch über Schulabbrecher. Die Zahl ist über die Jahre sogar noch weiter gestiegen. Ja. Und ich glaube, das ist halt so ein Prozess, der sich in der alternden Gesellschaft selber verstärkt. Dass irgendwie je mehr Ältere wählen und reden und so weiter, immer weniger in die Bildung von Jüngeren investiert wird. Und das darf nicht so sein. Es gibt einen interessanten neuen Trend, jenseits dieser eben sich leider verfestigt habenden Befunde, dass es auch immer
noch viel zu viele Schulabbrecher gibt. Die Alten hauen rein, es hauen auch ein Großteil der 40-somethings rein. Aber es gibt junge Menschen, die für sich entschieden haben, dass sie nicht mehr ganz so viel arbeiten wollen, wie es ihnen ihre Eltern vorgemacht haben. Und das gucken wir uns mal an. Ein junger US-Amerikaner spricht über seine Arbeitseinstellung und dabei offenbar vielen aus dem Herzen. Du machst deine Pflichten, aber du machst nicht mehr mit beim lebensbestimmenden Jobstress. Es geht um Quiet Quitting, frei übersetzt Dienst nach Vorschrift. Ein neuer Trend der Generation Z? Jugendforscher bestätigen Veränderungen. Die jungen Leute haben große Sorgen vor einer Überforderung und fragen sich, ob sich Leistung überhaupt noch lohnt. Für Unternehmen eine neue Lage. Einige nutzen dieselbe Plattform im Kampf um Fachkräfte. Tanzen für den Nachwuchs. In diesem deutschen Betrieb gehen seit dem Video des Pressesprechers deutlich mehr Bewerbungen ein. Ja, also da muss man doch gleich Herrn Dittrich mal fragen, haben Sie schon mal den Nachwuchs rangetanzt, Herr Dittrich? Antanzen? Nein, das ist, glaube ich, was Schlechtes. Nein, ich habe das nicht, aber auf den sozialen Medien. In die Firma getanzt. Sind wir natürlich unterwegs. Und bei uns auch recht erfolgreich, aber wichtig ist ja, wie sieht es im gesamten Handwerk aus? Ja. Und da gibt es große Herausforderungen, weil die duale Berufsausbildung, die berufliche Bildung der Universitäre nicht gleichgestellt ist. Mhm. Dort ist dann ein ganz großer Punkt für mich, dass wir eine Bildungswende schaffen müssen. Wir brauchen Berufsberatung, Berufsorientierung an allen Schulen, auch an den Gymnasien, ja, weil die Priorisierung, die wir haben, die ist uns aus immer dem Ruder gelaufen. Studium, es gehen zu viele in Richtung Studium, die vielleicht dann zu einem zu späten Zeitpunkt erkennen, dass sie dort gar nicht gut aufgehoben sind. Ja. Wir müssen es schaffen, die Leute dorthin zu bekommen, wo auch die Talente liegen. Ins goldene Handwerk. Wir gucken mal, ob das vielleicht was wäre, was Sarah Weber faszinieren könnte. Ich möchte Sie sehr, sehr herzlich begrüßen bei uns. Sie sind Autorin und sind digital Expertin. Sie haben bis 2021 gearbeitet bei LinkedIn als redaktionelle Chefin und haben ein Buch geschrieben im letzten Jahr mit einem ganz schön traurigen Titel. Und der ist, Frau Weber? Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Ja. Und Sie haben gefunden, dass das alles einfach zu viel ist und dass Sie unbedingt aus diesem Arbeitsprozess heraus mussten. Was hat Sie an dieser Arbeit so kaputt gemacht? Also es war auch nicht der einzige Grund, aber ich habe gekündigt, ein Jahr nach Pandemiebeginn. Und wie bei vielen anderen Menschen auch, ich war einfach erschöpft, ich war müde. Und ich war auch in der Situation, dass ich sagen konnte, okay, das ist jetzt für mich der Punkt, wo ich gehe. Mhm. Und habe dann auch eine Pause gemacht, was ein unfassbares Privileg ist, das sich sehr viele Menschen leider nicht leisten können. Ja, und das ist gleich die nächste Frage. Es ist natürlich, gibt sehr viele Menschen, die einfach harte Jobs haben und nicht in ihren Traumberufen arbeiten und die keine Chance haben zu sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger. Haben Sie für Ihr Buch auch mit denen Kontakt gehabt und mit denen gesprochen? Ja, auf jeden Fall. Also auch mit dem Handwerk. Ja. Ich habe zum Beispiel mit einem Bäcker gesprochen. Ich habe aber generell auch gesehen, dass in ganz vielen Bereichen es Lösungen gibt, wo Menschen auch wirklich sich andere Arbeitsmodelle schaffen oder auch wirklich für Entlastung kämpfen. Also wo wirklich nicht nur sagen, alles ist schlecht, sondern sich auch überlegen, wie könnte es besser sein. Können Sie noch mal sagen, warum Sie denken, dass an dieser Arbeit, wie wir sie heute, wie Sie sie in eben der Digitalbranche betrieben haben, der Mensch auch krank wird, dass die krank macht, diese Arbeit? Warum ist das so? Das ist gar keine Branchensache. Also wir sehen wirklich in Studien, der Stress bei den Menschen nimmt zu und er nimmt erst wieder ab am Ende des Erwerbslebens. Also die Menschen arbeiten und sind wahnsinnig gestresst und sind dann erst wieder nicht mehr gestresst, wenn sie nicht arbeiten müssen und nicht im Studium, Schule, Beruf sind. Und das ist ein unfassbares Problem. Wir haben eben schon hier in dieser Runde viel über physische Gesundheit gesprochen, aber noch nicht so viel über die mentale Gesundheit. Und dass das ein Punkt ist, der bei vielen Menschen einfach gerade nicht mehr so funktioniert. Mhm. Was denken Sie, wer wird die Windräder bauen, die wir brauchen? Wer wird die Leuchttürme in die Landschaft setzen? Handwerk ist als Stichwort schon gefallen. Ihre Lösung ist jetzt erstmal zu sagen, wir brauchen Ruhe und wir müssen
aussteigen und die Menschen müssen erst mal wieder zu sich finden? Oder sagen Sie, dieses Quiet Quitting, dieses Dienst nach Vorschrift und mental aussteigen und nicht mehr dabei sein, ist dann auch unsere Zukunft? Also ich glaube, dass wir generell systemische Lösungen brauchen, also dass das nicht jede Person für sich individuell regeln kann, sondern dass wir wirklich schauen müssen, vor allem wenn wir wollen, dass Leute vielleicht sogar länger arbeiten, wie können wir denn dahin kommen, dass die Leute gut arbeiten und dann auch wirklich in der Lage sind, nicht irgendwie mit 50 vollkommen ausgebrannt sind oder mit 20 zum Teil schon, also wirklich auch Jungen sagen, sie packen das nicht mehr, sondern wie kommen wir dahin, dass Menschen auch wirklich gut arbeiten können und sich auf ihr Leben konzentrieren können. Und die Arbeit ist ein Teil davon, aber nicht der Hauptteil. Und was haben Sie für sich selber herausgefunden, wäre jetzt irgendwie aus Ihrer Warte angemessen und okay? Also wie viel wollen Sie überhaupt arbeiten? Ich arbeite gerne, aber ich merke zum Beispiel auch, dass so Tage, die so durchgetaktet sind wie mit Meetings, kennen ja bestimmt auch viele hier im Raum, dass das zum Beispiel für mich sehr schlecht war. Und ich konnte das jetzt auch reduzieren. Und ich glaube, an solchen Punkten müssen wir ansetzen. Oder eben auch in Berufen, wo das natürlich nicht der Fall ist, ne, gibt es Sachen, die reduziert werden können. Gibt es Sachen, wo uns auch die Technologie, die so viel besser geworden ist, Dinge abnehmen kann. Sarah Weber ist heute bei uns und Sie sind so lieb und kommen mit in die Runde, damit wir am allerbesten gemeinsam diskutieren können. Sinnsuche, Frau Lang in Bremen, muss unbedingt gefragt werden nach dem, was wir jetzt zusammen mal zu den Älteren und den Jungen gehört haben. Also Rente bis 70 und dann brennen wir aber eigentlich mit 40 schon aus. Das kann ja auch nicht die Zukunft sein in Ihren Augen. Nee, auf gar keinen Fall. Zwei Punkte von mir. Vielleicht, ich würde einmal noch ganz kurz auf Herr Dietrich eingehen, weil ich da sehr, sehr zustimmen würde. Ich habe selbst meinen Abschluss vor 10 Jahren gemacht, meinen Schulabschluss. Und wir damals da unbedingt galt noch immer. Hin. Das ist ja, goldenes Handwerk. Genau. Okay, dann machen wir es umgekehrt. Dann rede ich erstmal über das andere. Ich glaube, das sind natürlich Fragen, die sich viele junge Menschen stellen. Und ehrlich gesagt, manchmal wird das ja gerne so ein bisschen abgetan als Luxusprobleme oder sehr platte Thesen, die Jungen wollen alle nicht mehr arbeiten, was ja überhaupt nicht stimmt. Ich glaube, wir müssen sehen, gerade im hochqualifizierten Bereich ist es heutzutage für Unternehmen auch eine Notwendigkeit, damit zu beschäftigen, wie werbe ich Leute an. Viele Menschen haben diese Möglichkeiten, über die wir hier gesprochen haben, gerade gar nicht. Aber an vielen Stellen geht es vor allem auch um eins, und das ist Vereinbarkeit. Also wenn zum Beispiel Menschen Kinder bekommen, sich Kindererziehung vielleicht auch gleichberechtigter aufteilen wollen, als es in der Vergangenheit der Fall war, dann stellt sich sehr groß die Frage von flexiblen Arbeitszeiten, von einer Verteilung von Arbeitszeiten. Deshalb glaube ich, es geht gar nicht darum unbedingt, dass alle weniger arbeiten, sondern es geht darum, wie verteilen wir Arbeit? Wie kommen wir davon weg, dass teilweise Frauen immer noch in der Teilzeitfalle stecken und gleichzeitig andere bis zum Burnout und weit darüber hinaus zu viel arbeiten? Mhm. Herr Dietrich, das ist Ihre Stunde. Sie überzeugen jetzt bitte Frau Weber, dass sie eine goldene Zukunft hat. Meine Erlebniswelt ist eine andere. Ich möchte gern mir eine positive Zukunft vorstellen. Für mich ist immer, demografisches Problem ist nicht, dass die Menschen älter werden. Ein demografisches Problem haben wir, wenn wir uns keine positive Zukunft mehr vorstellen können. Haben Sie sehr schön gesagt. Und das liegt mir am Herzen. Ich würde Sie dort gern mitnehmen in eine positive Gedanken. Sie haben natürlich recht, dass es psychische Belastungen gibt. Und wir haben sicher geglaubt, dass junge Menschen, die mit den sozialen Medien groß werden, schon gelernt haben, den Umgang damit. Es scheint doch was mit den Menschen zu machen. Wenn man ständig nur negative Nachrichten und 100 Mails am Tag bekommt und WhatsApp und was weiß ich für soziale Medien zusätzlich bedient, das scheint eine größere psychische Belastung zu sein, als wir uns vorstellen. In meiner Realität gibt es Handwerksberufe, die dieses materielle Anfassen von einem Gegenstand anders darstellen und dann auch einen Sinn, einen Geist in eine Materie fließen lassen. Stichwort Solardächer. Solardächer, aber auch das Brötchen muss auch geknetet werden. Ja, also Sie müssen sich jetzt noch nicht überzeugt haben lassen, Frau Weber, aber die Frage auch in diesen Alternativen zu denken und zu sagen, vielleicht probiere ich mich wirklich auch in etwas ganz anderem aus, das ist ja jedem möglich. Das auf jeden Fall, aber die Frage ist ja auch, wie sind die Rahmenbedingungen? Also Sie haben gerade das Brötchenbacken angesprochen. Ich habe für mein Buch mit einem Bäcker gesprochen, der hat halt gesagt, ich habe keine Lust, nachts zu backen. Ich will nicht irgendwie morgens um 1 anfangen zu arbeiten. Der hat mittlerweile eine eigene Bäckerei, fängt morgens um 5:30 an, was für mich noch früh ist, aber für ihn relativ spät,
macht um 7 auf und dann gibt es einfach noch nicht alles. Und der hat sich einfach ein anderes Modell geschaffen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wirklich zu sagen, was funktioniert auch nicht, wie sieht es in verschiedenen Branchen aus und wie können wir an einen Punkt kommen, wo es diese Flexibilität gibt, die aber auch sich wirklich um die Menschen dreht und nicht darum, wie Flexibilität im Sinne von, alle müssen immer erreichbar sein, weil da stimme ich Ihnen zu, das ist ein Problem. Aber das ist auch nicht nur ein Problem der Jungen, wenn es um ständige Erreichbarkeit im Beruf zum Beispiel geht. Und wenn der Bäcker Kundschaft hat, ist ja die Sache eigentlich in Ordnung. Frau Nahles, am Ende ist doch entscheidend, wie effizient jemand arbeitet. Würden Sie auch sagen, dass durchaus wieder auf der anderen Seite, also bei den Unternehmern, die Bereitschaft gar nicht so groß ist, zu sagen, ich kann die Stunden vom Freitag eigentlich auch auf die 4 anderen Tage verteilen und dann haben wir die 4-Tage-Woche, die so beschimpft wird von der Unternehmerschaft. Also auch wieder mal seitenverkehrt, kann man sagen, die Flexibilität sollten dann ruhig auch die Unternehmer haben? Ich glaube, das fängt jetzt an, diese Debatte bei den Unternehmen. Ich beobachte das. Wir machen jetzt zum Beispiel in Bayern im März einen Workshop mit dem bayerischen Gesundheitsminister, Arbeitsbedingungen in der Pflege. Mir ist eine junge Frau begegnet, die hat einen 4-jährigen Sohn in Mansfeld. Die hat mir erzählt, sie ist Altenpflegerin, Schichtwechsel ist um 6 Uhr, die erste Kita macht erst um 7 Uhr auf. Und dann scheitert es daran, wann fange ich an? Mhm. Da geht uns eine Altenpflegerin verloren, nur weil die Antanzen um 6 Uhr Frage nicht geklärt wird. Also ich glaube, wenn wir da ansetzen und wirklich auch mal reingucken würden, an die Unternehmer habe ich jetzt auch öfter mal den Appell gerichtet, guck doch mal, frag doch mal die Teilzeitfrauen bei euch im Betrieb. Die machen jetzt 20 Stunden. Was müssten wir als Arbeitgeber tun, damit ihr 30 Stunden arbeitet? Ja. Und wenn wir da an der Stelle die Debatte von beiden Seiten führen, kommen wir, glaube ich, an vielen Stellen ein Stück weiter. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Herr Dittrich, Heizungsmonteure sagen, hatten wir ein Beispiel in der Heute, gestern in 19 Uhr, eine Heizungsmonteurfirma, die das genauso gemacht haben. Die haben die Stunden vom Freitag verteilt, alle sind happy und die Firma läuft. Also die machen natürlich rotieren, das ist ja logisch, die 5 Tage sind trotzdem besetzt. Zum einen würde ich mir mehr Flexibilität wünschen in den gesetzlichen Rahmen, die wir setzen, was da an Nachweispflichten auch in Arbeitszeitaufzeichnungen drin liegt. Was in Großkonzernen vielleicht gut möglich ist, aber in einem Handwerksbetrieb mit 5 Mitarbeitern braucht man das dort, hat man das Vertrauen miteinander. Mhm. Ich glaube, dass diese Flexibilität genau richtig jeder Betrieb auch schauen muss. Aber es gibt eben auch Punkte, bei denen diese soziale Leistung für den Kunden notwendig ist. Wenn die Heizung kaputt ist, dann wird er nicht gern hören wollen, dass man gerade eine 4-Tage-Woche hat. Und ich bringe ein anderes Beispiel, weil das Thema Effizienz gerade kam. Es geht eben nicht alles nach Produktivität. Wenn wir ganz produktiv bei der Bäckereifachverkäuferin sagen, du musst das schneller bestellen, damit du schneller verschwinden kannst und nicht den Nächsten bedienen kann, das wird nicht das Interesse des Kunden sein. Und in der Beratung, weil im Friseursalon ist das auch nicht so. Und da hängt es dann natürlich auch an der Entlohnung. Kann ich mir das leisten? Ich frage immer gerade die jungen Menschen, die dann sagen, ich möchte 4 Tage die Woche arbeiten. Hätten denn deine Eltern es finanziell überhaupt sich leisten können, weniger zu arbeiten? Mhm. Und da kommt häufig die Antwort, nein, das wäre nicht gegangen. Wenn wir es heute übersetzen, wir können das teilweise uns leisten, das sollten wir uns auch freuen dran, aber es schränkt auch die Möglichkeit ein, Menschen mehr Geld zu geben, weil an dem Faktor Arbeit die Sozialsysteme so stark dranhängen. Diese Benachteiligung, die wollen wir nicht mehr hinnehmen. Gibt sofort 2 Fragen. Eine an Herrn Lindemann erstmal. Die jungen Menschen haben diese Freiheit einfach, weil es einen Arbeitskräftemangel gibt. Und das ist Marktwirtschaft. Und diese Freiheit, weniger arbeiten zu wollen, nehmen Sie sich. Ja, das ist ein schönes Beispiel von Frau Weber, weil Sie werden eine andere Verhandlungsmacht sozusagen haben, weil Sie sich den Arbeitgeber aussuchen und nicht mehr der Arbeitgeber Sie. Das heißt, wenn Sie zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich möchte aber 2 Tage Homeoffice haben, dort, wo es geht, jetzt nicht im Handwerk, aber dort, wo es geht, hat sie eine sehr, sehr gute Position. Auf der anderen Seite müssen wir nur aufpassen, dass Arbeit auch in Deutschland weiter etwas wert ist. Also in den letzten Jahrzehnten haben die Menschen gearbeitet aus existenziellen Gründen, um den Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Und heute ist es so, seit den letzten Krisen hat sich der Staat so weit ausgeweitet, dass er so tut, als ob er für alles sorgt und für alles verantwortlich ist. In der Corona-Krise oder auch jetzt in der Ukraine-Energiekrise. Der verteilt so das Geld, als ob alle Lebensrisiken abgedeckt werden. Selbst Bundestagsabgeordnete kriegen das 9-Euro-Ticket, 300 Euro Energiepauschale, die Preisbremsen bei Strom, bei Gas. Ich brauche das gar nicht und Sie brauchen das wahrscheinlich auch nicht.
So, und dadurch suggeriert der Staat den Menschen, das funktioniert so. Wir haben eine Vollkasko-Mentalität, die daraus wächst und es wird alles übernommen. Und da müssen wir aufpassen. Wenn wir da reingehen, dann war's das mit Deutschland. Dann war's das auch im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn ich nach Südamerika, Chile, Uruguay, wenn ich mir asiatische Länder ansehe, die sind hungrig, die wollen nach vorne. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass der Wohlstand uns nicht satt gemacht hat, sondern dass Eigenverantwortung in Zukunft auch weiterhin was zählt. Frau Weber ist gleich dran und wird erst mal sagen, das ist nämlich der Vorwurf, nur weil die Alten, also unsere Eltern, geschuftet haben bis zum Umfallen, können wir uns das heute leisten, genau in dieser Freiheit entscheiden zu wollen? Frage Nummer eins, wie gehen Sie damit um? Naja, die Sache ist ja auch die, also Sie sagen irgendwie, ne, Vollkasko-Mentalität, das glaube ich nicht. Viele junge Menschen, wenn man sich auch Studien anschaut, haben das Gefühl, sie leben von einem Gehalt zum anderen, die haben finanzielle Sorgen. Studierende warten immer noch auf ihr Geld, also weil sie das gerade angesprochen haben. Ich glaube gar nicht, dass es diese Mentalität gibt, sondern eher, dass man gesehen hat auch, wie sich zum Teil die Eltern- oder Großelterngeneration kaputt gearbeitet hat und in der Rente keine schöne Rente mehr hatte. Und dass junge Menschen auch einfach auf die Klimakrise schauen und sagen, weiß ich auch nicht, wie meine Rente aussehen wird. Und dass sich die Prioritäten verschoben haben. Aber wer bezahlt denn dann in Zukunft die Rente, die die Menschen bekommen? Das Geld kommt ja nicht vom Himmel. Es muss ja irgendeiner das erwirtschaften, was dann hinterher verteilt wird. Natürlich. Ich meine nicht die junge Generation mit Vollkasko-Mentalität, sondern sehr breit. Selbst Unternehmer rufen mich neuerdings an und sagen, Herr Lindemann, fragen Sie doch mal einen Kollegen, welche Förderprogramme es in welchen Ministerien gibt. Da müssen wir halt aufpassen. Das ist so ein schleichender Prozess. Das wird nicht funktionieren und deswegen ist das null Vorwurf. Ich will nur damit sagen, dass wenn wir alle weniger arbeiten, werden wir weniger Wohlstand haben. Diejenigen, die reicher sind, sind mobiler. Dann wird der Sozialstaat unter Druck kommen und dann haben wir ein Problem. Und das möchte ich nicht. Wir könnten aber auch festlegen, dass wir weniger konsumieren. Das also ist ja irgendwie durchaus möglich, weil es ging uns ja sehr gut. Und dann gibt es als nächstes die Diskussion darüber, Degrowth. Also finden wir es sogar erstrebenswert, nicht mehr bei den Spitzenländern dabei zu sein. Da haben Sie schon gesagt, dass Sie das überhaupt nicht toll fänden. Frau Lang, bei Ihnen würde mich das jetzt aber sehr interessieren. Finden Sie, dass es eine neue Diskussion darüber geben muss, was eigentlich Arbeit nicht nur wert ist, sondern wie wichtig uns der Wohlstand ist in diesem Land und ob er uns um jeden Preis so viel wert ist, dass Menschen auch sich kaputt arbeiten? Ich glaube, dass Wohlstand sehr wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass dieser Widerspruch, der hier aufgemacht wird, so gar nicht wirklich funktioniert. Wenn wir anschauen, was braucht es denn, um in Zukunft den Wohlstand zu sichern? Und ich glaube, dass da eine abstrakte Wachstumsdebatte ja oder nein uns gar nicht so viel weiterbringt. Wir müssen ja schauen, in bestimmten Bereichen werden wir massives Wachstum brauchen. Ausbau der erneuerbaren Energien, neue Zukunftstechnologien, grüne Arbeitsplätze. Wie sorgen wir dafür, dass die sich hier ansiedeln? Und dafür müssen wir ja gerade im Fachkräftemangel entgegenwirken. Ich bin vorher schon mal kurz auf das Thema Handwerk eingegangen. Als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, da galt immer das Mantra studieren, studieren, studieren. Das war das Nonplusultra und wenn man was erreichen wollte, musste man studieren. Jetzt fehlen uns überall genau die Menschen aus den Ausbildungsberufen. Wenn es darum geht, wer baut eigentlich die Wärmepumpe ein? Wer baut eigentlich das Windrad auf? Und deshalb glaube ich, auch hier anzusetzen, in die Schulen reinzugehen, in die Berufsberatung reinzugehen, dass junge Menschen dort heute auch lernen, wenn ich einen Ausbildungsberuf macht, dann habe ich nicht nur einen sicheren Job, am Ende bin ich tatsächlich bei vielen dieser Berufe sogar Klimaschützer von Beruf aus und so sichern wir dann auch einen Wohlstand. Aber Frau Lang, das normale Gegenargument ist natürlich, das Wohlstandsversprechen für diese jungen Menschen ist ja aber nicht mehr da. Also ne, das berühmte Haus im Grünen kann sich ja heute schon keiner mehr leisten. Wie soll das erst eine zukünftige Generation, mal völlig unabhängig von der Rente? Also wie lösen wir diesen Widerspruch auf, dass wir sie jetzt weiter animieren zu arbeiten und zu schuften und sich möglichst krumm zu legen, um dann aber eigentlich in diesen persönlichen Wohlstand gar nicht mehr zu kommen? Das ist tatsächlich ein Problem. Also das natürlich, wenn das Mantra ist, arbeitet mehr und gleichzeitig habt ihr wenig davon. Ihr könnt eure Miete trotzdem nicht bezahlen. Die Vorstellung, vielleicht sogar mal ein eigenes Haus zu haben, ist weit entfernt. Dann ist das für Leute ehrlich gesagt ein totaler Frustmoment. Und natürlich auch einer, der das Gefühl, Frau Weber hat es vorher ein bisschen geschildert, von dauerhafter Krise und auch dauerhafter Unsicherheit noch weiter verstärkt. Yeah. Ich glaube nur, auf der einen Seite wird Klimaschutz in Zukunft der Treiber für Wohlstand sein. Das heißt, hier gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Möglichkeiten, auch in Zukunft Wohlstand zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist es eine soziale Frage. Wie gut sind die Löhne? Verdienen Frauen weiterhin 18% weniger als Männer? Wie entwickelt sich die Mietenpolitik? Also kann ich mir vielleicht meine Wohnung auch leisten, im Zweifelsfall sogar eine Eigentumswohnung bekommen? Das sind doch dann eigentlich die Fragen, auf die wir schauen müssen. Also wie wird der Wohlstand verteilt? Bei Frau Nia ist so interessant, Sie machen jetzt selber auch die Erfahrung als Arbeitgeberin. Also am liebsten Teilzeit, Homeoffice, keine Überstunden mehr, Sabbatical. Das sind ja nicht nur Vorurteile, das erleben Sie auch als Ideen der Kollegen, Kolleginnen, mit denen Sie zusammenarbeiten bei der Hertie-Stiftung? Ja, also tatsächlich habe ich viele Kollegen, die so zur Millennial-Generation sogenannten gehören, die irgendwie ganz selbstverständlich sagen, obwohl sie vielleicht gar nicht kleine Kinder haben oder sowas, was früher ein Argument gewesen wäre, ich möchte vier Tage Woche machen und engagiere mich am fünften Tag irgendwie ehrenamtlich oder habe ein tolles Hobby und finde, dass das für mich genau der richtige Mix ist. Also auch die Generation meiner Tochter, die noch zur Schule geht, also die findet, dass ihre Eltern komische Workaholics sind, die ist total, die ist total klug und motiviert, aber die sieht nicht ein, dass man, die will intensiv arbeiten, wenn sie älter ist, glaube ich, aber nicht so viel wie ihre Eltern. So da gibt es einfach einen Mentalitätswandel. Und wie gesagt, also ich glaube, das regelt der Markt. Ich glaube, dass die Arbeitgeber vorne dran sein werden, die darauf eingehen, die gute Angebote machen. Und weil sie sagen, heutige Perspektive, ich kann aber auch nur davor warnen, das zu unterschätzen, wie anstrengend das ist. Also ich habe als Journalistin irgendwie wirklich viele Jahre darüber geschrieben, dass das alles möglich sein soll, Vereinbarkeit, Teilzeit und so weiter. Und als jemand, der jetzt irgendwie diese ganzen Arbeitspläne da in Einklang bringen muss und der eine ist Montag weg und der andere Dienstagnachmittag und der andere und so weiter und das ändert sich und eine Mitarbeiterin, die ein Kind bekommen hat, wollte erst 50% arbeiten, dann 75, dann 2 Monate raus wegen Kita-Eingewöhnung, dann wieder 50, alles mit einer Führungsposition. Das ist schon zusätzliche Arbeit. Und so weiter. Also eigentlich werden Sie mehr Dienstleisterin für Ihre Kollegen. Nee, das ist toll. Ich kann das gut verstehen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Ergebnisse schlechter werden, aber es ist halt eine Herausforderung. Und ich glaube, das muss ich in der Arbeitswelt irgendwie rumsprechen, dass das eben auch wirklich es auch nicht nur aufs Gehalt ankommt, sondern auf solche Möglichkeiten, auf die Weiterbildungsmöglichkeiten, die man anbietet und so weiter. Und auch für Ältere übrigens. Also das war, ich finde es auch falsch, immer nur auf der Rente mit 63 rumzureiten. Das ist ein zahlenmäßig überschätztes Problem. Aber die Signalwirkung, die können wir uns nicht erlauben zu sagen, also Arbeitgeber hört auf, irgendwann in einer bestimmten Altersphase zu investieren. Ich, als jemand, der was Neues angefangen hat, bin ich selber auch so ein Beispiel. Also man kann in jeder Lebensphase wirklich irgendwie nochmal neu anfangen, dazulernen, weitermachen. Auch das ist sowas, wo wir uns das was von den Amerikanern abgucken können. Das ist nicht nur ihre Generation. Wir Babyboomer sind viel zu viele, als dass sich die Gesellschaft leisten könnte, bei uns auf Weiterbildung und diese Bereiche was Neues anzufangen zu verzichten. Also da müssen relativ viele mitmachen. Das können nicht irgendwie die viel kleinere Gruppe der Jüngeren alleine leisten. Und die Gesellschaft muss ein Angebot beim Thema Chancengerechtigkeit machen. Der Begriff ist, glaube ich, aus der Mode gekommen, so ein bisschen. Ja. Alle reden eher so von Grundeinkommen und das Ergebnis irgendwie auszugleichen. Und das wäre so ein schönes Thema auch für die Ampel, die SPD, so als alte Arbeiterpartei, Aufstiegspartei, die FDP. Und ich glaube, da hat die Gesellschaft wirklich so ein bisschen Ehrgeiz verloren, also das möglich zu machen, also diesen Glauben zu stärken, dass es jeder schaffen kann, sich auch zu verbessern. Frau Ricarda Lang hat es gerade schon versucht, indem sie sagte, es gibt ja auch wirklich in diesem Transformationsprozess sehr viel, was in diesem Land zu tun ist. Ja, aber die Grünen reden auch immer von Wende zum Weniger und wir dürfen nicht mehr an Wachstum glauben und so. Und das ist, glaube ich, der falsche Tonfall. Also es gibt auch sehr viel Diskussion, die den Optimismus dämpft. Und ich weiß nicht, ob uns das da weiterhilft. Wende zum Weniger. Herr Dittrich hat mir gerade nicht zugehört, Frau. Ja, sie hat das Gegenteil gerade gesagt, deshalb zitierte ich sie, aber jetzt ist erstmal ein Arbeitgeber dran. Genau, und ich möchte Frau Lang natürlich gern sofort beim Wort nehmen. Wir müssen gemeinsam für mehr Wertschätzung, für berufliche Bildung sorgen. Ja. Das muss die Gesellschaft geben, das muss politisch durchgesetzt werden. Die Finanzierung von Universitäten und beruflicher Bildung sind nicht gleichwertig. Dort müssen Dinge passieren. Die Gleichsetzung im deutschen Qualifikationsrahmen, die bitte dort Dinge gesetzlich zu verankern. Und in der zweite Punkt, und auf den möchte ich noch mal ganz wichtig eingehen, wir stehen im Wettbewerb als Handwerk. Wir brauchen diese Berufe. Und wir können diesen Wettbewerb mit 2 Säcken Zement auf den Schultern nicht gewinnen.
Die Sozialabgaben hängen zum Großteil am Lohn. Und in Zeiten von digitalen Geschäftsmodellen und sechs verschiedenen Einkunftsarten ist das nicht mehr möglich. Wir können die lohnintensiven Berufe nicht genügend wertschätzen in der Entlohnung. Es ist nicht so, dass der Meister, die Meisterin nicht mehr bezahlen möchte. Sie können es nicht. Und diese Möglichkeit muss die Politik schaffen, damit diese Berufe eine Chance haben im Wettbewerb. Das muss man jetzt noch mal ganz kurz erklären. Sie sagen, Ihre Handwerker können sich den eigenen Handwerker nicht leisten, weil sie die Stunde so teuer abrechnen müssen und in Rechnung stellen müssen, weil zusätzlich zum Leistungslohn eben dann noch lauter Abgaben dazu kommen. Nur noch mal zur Erklärung. Ganz verkürzt, das, was die Fachkraft netto bekommt und das, was der Betrieb brutto mit Umsatzsteuer in Rechnung stellen muss, ist so weit auseinandergerutscht, dass es sich ein normaler Mensch, der ein normales Einkommen hat, selbst nicht mehr leisten kann. Mhm. Der die Leistung erbringt, kann sie sich selbst nicht kaufen. Was ist denn knapp auf dieser Welt? Rohstoffe, Gas und was ist das Teuerste? Arbeit. Das ist falsch. Dort müssen wir ran. Okay. Frau Lang, Ihre Antwort auf Herrn Dittrich? Ich verstehe einmal das grundsätzliche Problem, dass wir in Deutschland tatsächlich eine Situation haben, wo Arbeit relativ hoch besteuert wird im Vergleich zum Beispiel zu Vermögen. Da stehen wir relativ schlecht da im internationalen Vergleich. Gleichzeitig müssen wir natürlich sehen, wenn wir jetzt an die Lohnnebenkosten rangehen, dann würde es am Ende nichts anderes bedeuten als Leistungskürzungen bei der Krankenversicherung und bei der Rentenversicherung. Ich glaube, in dem Kontext, was wir gerade besprochen haben, das wäre ein weniger an sozialer Sicherheit für sehr viele Menschen. Das kann auch nicht der Weg sein. Herr Lindner? Komplett anders. Ich glaube, dass die Sozialversicherungsbeiträge gerade die kleineren Einkommen auffressen werden, dass die sich nicht nur mehr einen Handwerker nicht mehr leisten können, sondern dazu selbst arbeiten gehen und aufgefressen werden von den hohen Sozialversicherungsbeiträgen. Allein im Krankenkassenbereich durch den medizinischen Fortschritt und durch die Babyboomer, worüber wir in dieser Sendung reden, gehen die Beiträge in die Höhe. Deswegen hat Herr Dittrich recht. Wir checken das in unserer Grundsatzkommission. Wir machen gerade ein neues Programm. Ich bin dafür, es mal zu überprüfen, ob es nicht Sinn macht, mindestens einen Teil über Steuern zu finanzieren und das ganze System mal aufzubrechen. So wie es im Moment funktioniert, hat es keine Zukunft. Von alles? Also ich ist keine Politikerin. Tut mir leid. Also an der Stelle muss ich jetzt mal kurz daran erinnern, Aber es ist ja eine interessante Frage. Sie sind für ganz viele Menschen die wichtigste Person, um in Arbeit zu vermitteln. Was wir hier gerade diskutieren, heißt im Grunde genommen Löhne hoch oder Sozialversicherungssysteme runter, damit die Menschen weiter mit Freude in ihren Arbeitsplätzen bleiben und wir eben nicht ein Land werden, das sich im Abschwung befindet. So, also die Frage ist tatsächlich, wie motivieren wir beide Seiten, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer? Lohnforderungen von 15% liegen dann auf dem Tisch bei der Post, wenn wir vermeiden wollen, dass die Post ihre Zustellungspflicht einstellt. So, also wir hätten ja dann wirklich zu moderieren, dass sich Firmen verabschieden aus ihren wichtigen Funktionen in diesem Land. Es ist eine ratlose Frage an Sie. Wie würden Sie es auflösen? Also ich glaube, man muss sich wirklich verabreden. Wir haben dafür ein gutes Modell, das ist die Tarifpartnerschaft, die insgesamt einen ganz guten Aushandlungsprozess hinbekommt und selten mal wirklich solche Forderungen 15 stimmt. dann am Ende auch tatsächlich Realität werden. Und zum Zweiten glaube ich tatsächlich, dass wir erkennen müssen, dass wir durch, also wir haben heute Abend noch überhaupt nicht über einen anderen, Demografie muss auch Automatisierung küssen. Manches von dem werden vielleicht am Ende tatsächlich wegen der hohen Personalkosten Menschen nicht mehr machen. Der Mix wird auch ein anderer werden. Wir zum Beispiel als Bundesagentur werden in den nächsten 10 Jahren 35.000 Beschäftigte verlieren. Die kriegen wir wahrscheinlich auf dem Markt gar nicht mehr rekrutiert. Also habe ich eine Dekade der Automatisierung ausgerufen, nicht weil wir Personal einsparen wollen, sondern weil wir unsere Leistung mit weniger Personal erbringen müssen. Ja. Und ich glaube, wenn wir diesen Faktor noch dazu nehmen, dann kann man auch gucken, wie der Mix nachher von Abkommensteuern und dem, was wir an Personal für bestimmte Tätigkeiten brauchen, auch nochmal neu ausgehandelt werden kann. Also von daher bin ich immer noch optimistisch, dass es uns mit allen Beteiligten gelingen kann, das Problem auch am Ende auszuhandeln. Das müssen wir nämlich aushandeln, weil es eine verteilungspolitische Frage am Ende sowohl was Ressourcen als auch was Geld als auch was Abgaben und Steuern angeht ist. Klar.